Jo, hey Leute, da ist er wieder, euer Brizi am Start. Heute ist Ostermontag, bin mit dem Hund draußen und dann ist mir gerade so aufgefallen, wenn du jetzt mechanisch dampfst, hast einen Hund an der Leine, hast eh nur eine Hand frei, wie drippst du da? So, der Hund, der ist da, ich hoffe, ihr seht den. Ja, dann werde ich jetzt mit dem ein bisschen spielen, werde noch ein paar Bilder von ihm aufnehmen. Ja, und dann sehen wir uns gleich und ich zeige euch mal, welche Probleme im Alltag eines mechanischen Dampfers dann so auf einen zukommen kann. Ne? Und ich finde, ich habe da ja eine recht praktische Lösung für gefunden. Ne? Alles klar, dann sehen wir uns gleich. Ne? Beim Autofahren. Stehe ich ja auch nicht auf so einen Vierlefanz, aber die ist echt praktisch, ne? Und ich denke mal, jetzt im Sommer, die wird, ich zeige euch gleich nochmal die Halterung, die wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit erhalten und ich denke mal, wenn die Sonne hier reinbrezelt, ist das auch nicht so gut für auf die Dauer, aber so beim Fahren
muss ich sagen, ist halt echt Bombe, ne? Und ja, da haben auch schon einige sehr drüber gelacht, ne? Wenn ich an der Ampel stand und hab da mal eben so gedrippt, ja, da gucken die Leute schon rüber. Und ja, guck mal da, was macht der denn da? Und das ist schon sehr witzig auf jeden Fall, ne? Ja. Montag. Ich fahre jetzt blöd in der Gegend rum, nur um das Video aufzunehmen. Ja, macht mir trotzdem Spaß, Leute. Also, da ist schon Spaß dran. Ne? Gleich wieder zu Hause. Dann nehme ich das Ding mal mit rein. Ich verzeihe euch da dreimal eine Nahaufnahme. Also ich finde es echt praktisch. Das ist wirklich nicht verkehrt. Also Leute, da sind wir wieder. Auf meinem Lieblingsplatz im Sommer ist mein Balkon. Da kommt mein Hund wieder angetrapselt. Ja, die EZ-Dripper-Flasche. Autohalterung ist wie so eine Navi-Halterung oder sonst irgendwas. Ne? Kann man einfach hier oben zack reingreifen, Flasche raus. Dann habt ihr sie wieder. Wie gesagt, das hat Ding alles Kunststoff, relativ gut verarbeitet, finde ich. Keine verkehrte Sache. Ich meine, ich habe dafür bezahlt. Ich meine, 13 Euro für die kleine. Leider habe ich nur die kleine fürs Auto. Nein, die große Flasche passt leider nicht da rein. Ich zeige euch die mal eben. Echt, ich finde die echt klasse. Ich bin da echt begeistert von, obwohl das nur so ein Plastikpulle ist. Aber die ist echt gut. Also kann ich nichts Negatives drüber sagen erstmal. Nur halt, dass ich schätze, im Sommer wird die nicht dicht bleiben. Gehe ich mal von aus. Also der Björn hatte mir auch schon so was angedeutet. Also, so, dann habe ich noch die große hier, die XL-Flasche, da gehen 30 ml rein. Und zwar hat die jetzt so einen Pumper. Wie gesagt, zum Dosieren super, leider geht die nicht in die Autohalterung rein. Die gibt es auch in 30 ml für oder mit der passenden Autohalterung. Aber ich komme mit der 15er klar eigentlich. Also da müsste es ja schon 15 ml im Tröpfler. Okay. Aber auch hier die Dosierung ist eigentlich super. Ne? Also drauf auf den Tröpfler, zeige ich das mal. Einmal, zweimal gepumpt. Und ihr habt eine Menge, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, habe ich nicht nachgemessen. Aber ich denke mal, wird schon ein guter Milliliter sein, der dann da drauf ist. Und man könnte erstmal dampfen. Ja, und von daher finde ich die Flaschen echt nicht schlecht. Also zum Dosieren vom Tröpfler kann ich die echt nur empfehlen. Ja, wollte euch das nochmal zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ja, bitte abonnieren oder einen Daumen nach oben, freut sich der Brizi drüber. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Vielleicht haben wir die ein oder anderen Urlaub jetzt im Rest der Woche. Ostern ist auch rum. Wetter ist jetzt auch noch schöner geworden heute. Dann sehen wir uns hier das nächste Mal auf meinem Kanal. Ne? Macht's gut, Leute. Ne?
Ciao. Pau.